Es gibt weltweit 180 Millionen Hepatitis C-Virusträger. Eine Infektion mit Hepatitis C ist der häufigste Grund für eine Lebertransplantation und zweithäufigste Ursache für Leberkrebs. Blut kann mit Hepatitis C-Viren verunreinigt sein und ist deshalb mit einer großen Ansteckungsgefahr verbunden. Es gibt keinen Impfschutz gegen Hepatitis C. Auch nach einer erfolgreichen Therapie können Sie sich wieder neu anstecken. Hepatitis C-Viren sind 150 mal kleiner als rote Blutkörperchen. Ein rotes Blutkörperchen ist mit dem bloßen Auge nicht sichtbar, genauso wenig wie kleinste Blutreste. Ein Tropfen Blut einer infizierten Person kann Millionen Hepatitis C-Viren enthalten. Sie können einem Gegenstand nicht ansehen, ob er von Hepatitis C-Viren befallen ist. In einer benutzten, optisch sauberen Spritze oder auf einem Löffel können sich kleinste, unsichtbare Blutreste mit Tausenden von Hepatitis C-Viren befinden. Die Mehrheit der Hepatitis C-Virusträger hat sich über intravenösen Drogenkonsum angesteckt. Die meisten Neuansteckungen finden immer noch auf diesem Wege statt. Auch über die gemeinsame Verwendung von Inhalierröhrchen, Mundstücken, Rasierklingen und Zahnbürsten kann eine Ansteckung erfolgen. Trifft einer dieser Risikofaktoren auf Sie zu, lassen Sie sich testen. An diesem Modell werden mögliche Ansteckungswege bei intravenösem Konsum dargestellt. Die Tinte symbolisiert Hepatitis C-infiziertes Blut. Nach wie vor wissen nur wenige Drogenkonsumenten, ob sie sich angesteckt haben. Jede Person, die Drogen konsumiert, muss die Risiken einer Hepatitis C-Ansteckung unbedingt kennen. Voraussetzung für die Ansteckung mit Hepatitis C ist ein Kontakt von infiziertem Blut mit Ihrem Blut. Das Virus überlebt wochenlang außerhalb des Körpers und überlebt in kleinsten, auch unsichtbaren Blutresten. Beim intravenösen Konsum kann es durch Teilen jeglicher Utensilien mit anderen zu einer Übertragung des Virus kommen. Spritzen und Nadeln, die einmal mit Blut von einer Hepatitis C-positiven Person in Kontakt gekommen sind, können Sie mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit anstecken. Das Auswaschen und Desinfizieren von Spritzen und Nadeln ist nicht ausreichend, um alle Viren abzutöten. Verwenden Sie immer neue, sterile Spritzen und Nadeln. Wenn Sie keinen Zugang zu neuen Spritzen haben, verwenden Sie nur Ihre eigenen. Wird die Spritze in einem Glas Wasser ausgespült, ist das gesamte Wasser und das Glas mit Viren verseucht. Alle Utensilien, die mit diesem Wasser in Berührung kommen, sind auch verseucht und können den Benutzer mit Hepatitis C anstecken. Erneut symbolisiert der Tintentropfen eine Verunreinigung mit Hepatitis C-positivem Blut. Wird für die Drogenzubereitung ein gebrauchter Löffel verwendet, kann eine Hepatitis C-Ansteckung erfolgen. Viren in minimalen, unsichtbaren Blutresten können auf dem Löffel wochenlang überleben und sie anstecken. Auch wenn Sie saubere, neue Nadeln, Spritzen und Filter verwenden. Reinigen oder Desinfizieren des Löffels mit Wasser oder Alkohol verhindert eine Ansteckung nicht. Um alle Viren auf einem Löffel abzutöten, müsste er sterilisiert oder 20 Minuten ausgekocht werden. Auch in einem gebrauchten Filter können Hepatitis C-Viren wochenlang überleben. Bei der Verwendung eines infizierten Filters können Sie sich mit Hepatitis C anstecken, auch wenn alle Teile des Bestecks steril und neu sind. Hepatitis C ist eine stille Krankheit. Jahrelang merken Sie wenig oder gar nichts. Trotzdem kann in dieser Zeit die Leber geschädigt werden
eine Leberzirrhose entstehen. Teilen und konsumieren Sie niemals Drogen mit gebrauchtem Injektions- oder Inhalationsmaterial. Benutzen Sie immer Ihr eigenes steriles Besteck. Schützen Sie sich vor dieser Krankheit. Lassen Sie sich regelmäßig testen. Je früher eine Infektion erkannt und behandelt wird, umso größer sind die Heilungschancen. Rechtzeitig entdeckt, kann Hepatitis C erfolgreich behandelt werden. Sie haben große Chancen, durch eine Hepatitis C-Therapie die Krankheit zu besiegen.